Hey guys, what's up? It's a beautiful evening on a snowy day. Bingsu and I just came from a walk, right? It was freezing cold. Was it? That's a clear yes. Anyways, Dongin is not at home right now, and that gives me a little opportunity to prepare. Hello. Papa? Wow. That's Bobby. Can you see Bobby? You like Bobby? That's my merch. I think the white one is my fave. It's sold out, so you can't get it anymore. I'm sorry. You're 2 years late. So I've seen this prank go around for a while now. I think it's called crying behind the locked doors. Basically, it's someone pretending to cry behind a locked door and waiting for your partner's reaction to it. And I thought that might be interesting. So that's what we're gonna do today. I've been kind of brainstorming on what I could pretend to cry about, because I need a reason, right? Since I wanted to make sense for him. So baby girl, we gotta set up the camera now. Are you ready? Okay, let's find a good spot for the camera. In a very dark corner. Bingsu, are you excited? Me too. Into the mood. Ready? Go! Hello? Who's this? Dad? Schatz? Komm nicht rein. Ist okay? Ja. Was ist los? Erzähl. Nicht reinkommen. Was ist denn los? Ha? Was ist das denn los? Nichts, alles okay. Nee, sag mal, was ist denn los? Hm? Ich bin nur ein bisschen traurig. Warum? Weiß nicht. Was ist los mit Moni? Schatzi, mach mal auf. Ich sehe so schrecklich aus, nein. Ah, du siehst schrecklich aus? Ja, du sollst mich so nicht sehen. Was ist denn passiert? Schatz, was ist denn passiert? Ach so. Ich sehe so verheult aus. Oh, schreck mich doch nicht so. Ich dachte, hast dir was im Gesicht getan oder so. Nein. Das wäre furchtbar. Das wäre furchtbar. Ich bin nur ein bisschen traurig, weil, weiß nicht, das mit der Hochzeit, das dauert alles so lange. Ach so, der Hochzeit? Ja, das stresst mich gerade irgendwie voll. Ich doch auch. Aber es ist gerade leider keine Zeit. Das war doch gar kein Problem, Babes. Wir haben doch gesagt, wir machen das ohne Stress. Mach dir keinen Druck. Ich weiß, aber es macht mich halt irgendwie traurig gerade. Ich bin gerade so sehr, so emotional. Hier, Bingsu so kratzt schon an der Tür. Komm mal auf. Nein, noch nicht. Was Bingsu so rein? Ich wollte... Ich wollte eigentlich schon dieses Jahr heiraten, aber es dauert alles so lange. Ja, das Ding hat Weile oder so. Was? Gut Ding braucht Weile? Nein. Doch. Nein, so heißt das nicht. Ja, aber wir haben alle Zeit der Welt. Nein. Hm? Bei allem geht das immer schneller.
alle unsere Freunde kriegen wir haben schneller. Alle länger geplant. Ja, die kriegen schneller eine Location. Und bei uns dauert das so lange. Ja, aber du wolltest doch einen Comer See heiraten. Wir können auch hier irgendwo eine Kirche nehmen. Oder so. Es geht schneller. Na komm, komm mal raus. Jetzt bin ich schon 30. Ich weiß. Wie du weißt? Nee, komm, Dips. Hast du keinen Hunger? Nein. Hä? Mm-mm. Ich bin jetzt schon 30 und immer noch nicht verheiratet. Das hat doch kein Zeitlimit. Ja, du bist noch jung. Du hast gut reden. Ja, ich weiß. Sicher, dass du mich heiraten willst? Ja, aber nur wenn du rauskommst. Sonst nicht? Sonst überlege ich es mir nochmal. Aber ich habe Angst, dass ich kein Kleid finde. Ich habe online schon geguckt und die sind alle doof. Ja, lass dir einfach Zeit. Seh da keinen Druck. Das brauchst du jetzt nicht. Wieps. Aber was ist, wenn du es dir anders überlegst? Was denn? Der Hochzeit? Und deswegen willst du jetzt so einen Vertrag machen, oder was? Nein! Hast du es eilig, den Sack zu machen, falls ich weggehe? Nein! Ja, das ist ja gut. Komm, Bibs, mach mal auf jetzt. Du musst ganz dringend aufs Klo. Geh doch aufs andere. Aber ich will hier aufs Klo. Aber Schatz, nimm mich doch mal ernst. Ich nehme dich ernst. Nein, glaube ich nicht. Ha? Ich kann dich so schlecht hören. Wie sicher bist du, dass du mich heiraten willst? Ganz sicher. Wie doll? 110%. 110? Mhm. Und das ändert sich auch nicht? Nee, das wird sich nicht ändern. Sonst hätte ich dir gar keinen Antrag gemacht. Ah. Ganz, ganz, ganz sicher. Versprochen. Kann ich bitte aufs Klo? Oder kannst du mir einfach nur kurz eine Klorolle rausgeben? Ich muss kacken. Ich muss aufs Klo. Oh. Of course you shouldn't normally do this, since open communication is the key to a healthy relationship. There's an appropriate time and space to be closed off and keep your walls up. For example, like when you're surfing on the internet. NordVPN's threat protection will block trackers so that you can enjoy the highest level of privacy. Don't worry about downloading malware, dealing with trackers and intrusive ads, or visiting a malicious URL. Threat protection will neutralize these cyber threats before they can do any real damage to your device or data. Of course, you can also use NordVPN to access geo-blocked content worldwide, like Netflix shows that are not available in your country, your favorite K-drama, or K-pop shows. NordVPN is available for all your devices. If you purchase a 2-year plan, you'll get 4 extra months for free. Check out my link in the description box. It's risk-free with Nord's 30-day money-back guarantee. Schatz, ich bin hier am Trauern und du musst. Was machst du da? Ich muss echt kacken. Dein Ernst? Oh, ich bin's. Was ist los mit dir? Ich hab was komisches Gesicht. I don't please you! Was machst du da? Filmst du? Wie, warum film ich? Was glaubst du denn? Ja, ich glaub, du willst ein Video machen. Hä? Keine Ahnung, ich kann nicht denken. Bist du gar nicht besorgt? Doch, aber ich... Hallo, ich war gerade sehr traurig. Hast du meinen Bauch? Was hast denn du gegessen? Hot Pot. Oh, Schatz, das ist zu scharf. Maler Hot Pot. Okay, guys. Mission halfway failed, I guess. Well, you decide. Oh my god, fake crying is harder than I thought. Babe. Alright. Well, you see, that's what happens after 8 years of being together. Living together. Everyone poops. Yeah, everyone does. I don't poops. No. Twice.
BTS, Blackpink, they all poop. No, they don't. No, of course not. I don't think so. Okay, guys. I see you in the next video. Leave a like if you like this video. And don't forget to subscribe for more videos. Bye-bye.